Vor 44 Jahren tritt Klaus Kröger dem TTC Rottweil bei und ist inzwischen Ehrenmitglied. Seit mehr als 42 Jahren dient er seinem Verein mit seinem außergewöhnlichen und fantastischen ehrenamtlichen Engagement. Knapp 500 Matches hat er für den Verein absolviert und hilft auch heute noch aus, wenn Not am Mann ist. An kaum einem Trainingsabend ist Klaus nicht in der Halle anzutreffen. Dreimal wöchentlich leitet Klaus Verein Schulsportkooperationen an drei unterschiedlichen Schulen. Er ist lizenzierter Trainer, bildet sich regelmäßig fort und trainiert seit mehr als 35 Jahren alle Jugendmannschaften im Verein. Als lizenzierter Schiedsrichter ist er sogar im Profitischtennis unterwegs. Doch nicht nur als Trainer und Schiedsrichter ist er bekannt. Er organisiert zahlreiche überregionale und regionale Meisterschaften und übernimmt fast jeden Fahrdienst, vor allem im Jugendbereich. Zudem schreibt und archiviert er Spiel- und Zeitungsberichte. Egal wann, egal wo, egal bei was, wenn man Klaus braucht, ist er immer da. Und selbst nach über 40 Jahren Tätigkeit, im Alter von fast 74, denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Seine freundliche und gerechte Art wird weit über den Verein hinaus von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen sehr geschätzt. Ein riesiges Vorbild für alle Generationen seit mehreren Jahrzehnten, Klaus Kröger. Seit dem 11. Lebensjahr spielt Klaus Wolf Fußball beim TSV Hildritzhausen. Mit knapp 18 Jahren legt er seine Schiedsrichterprüfung ab. Mittlerweile hat er mehr als 1900 Spiele geleitet und ist immer noch aktiv. Klaus betreut die Schiedsrichtergruppe in Hildritzhausen und die Jungschiedsrichter. Für Neulinge organisiert er im eigenen Vereinsheim Schiedsrichterlehrgänge. Klaus baut ein Mülltrennsystem auf, das den Verein mit knapp 1000 Mitgliedern nichts kostet. Jede Woche sortiert er ca. 8 bis 10 Stunden den Müll und bringt diesen auf den Wertstoffhof, alles auf eigene Kosten. Für einen fantastischen Ablauf auf dem Sportgelände und in dem Gymnastiksaal für die Fußball-, Tennis- und Freizeitjugendgruppen sorgt selbstverständlich Klaus. Als Hobbyfotograf hat er eine eigene Dokumentation für den Verein über Jahrzehnte bildlich festgehalten. Ihn zeichnet besonders aus, wie sehr er sich hinter den Kulissen für die sporttreibende Jugend und den ganzen Verein engagiert, ohne dabei selber im Rampenlicht zu stehen. Der TSV Hildritzhausen ist froh, ein Vorbild dieses Kalibers in seinen Reihen zu haben. Klaus Wolf.1994 tritt Annika Schmidt mit 12 Jahren bei der Reitergemeinschaft Hegnach-Öffingen als Mitglied ein und erlernt das Reiten und Voltigieren. Schon damals fällt allen ihre besondere Hilfsbereitschaft auf. Sie unterstützt Einsteiger jeden Alters. Bei der Pflege der Pferde kümmert sie sich nicht nur um ihr Pferd Rigoletto, sondern auch um alle anderen Pferde im Stall. Bei Arbeitseinsätzen und Turnieren ist sie immer eine helfende Hand. Annika ist oft noch zu später Stunde im Stall anzutreffen, hilft bei Ferienkursen und gibt früh die ein oder andere Reitstunde. 2 Jahre ist sie Jugendsprecherin und anschließend sogar 4 Jahre im Vorstand als Jugendwart. Und das trotz ihres schon begonnenen Studiums. Selbst nach der Abgabe ihres Jugendwartpostens ist sie bei vielen Ausflügen, Kindergeburtstagen oder Vereinsfesten dabei und hilft kräftig mit. Heute ist Annika Doktorandin an der 60 Kilometer entfernten Universität Tübingen. Trotzdem ist sie immer noch 2 bis 3 Mal pro Woche auf dem Vereinsgelände anzutreffen. Seit 2006 hat sie 9 große Reitturniere mitorganisiert. Grundsätzlich ist sie morgens die erste und abends die letzte. Annikas Fachkompetenz ist vielseitig und macht sie unersetzlich. Sie hat nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern ein offenes Ohr. Uneitel
uneigennützig, fleißig und bescheiden. Für die RG Hegnach-Öffingen ist sie eben der Fels in der Brandung. Ohne Zweifel ein echtes Vorbild. Annika Schmidt.